Das war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Ja, hallo zusammen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe mir natürlich ein bisschen eure Kommentare unter dem letzten Video durchgelesen. Und naja, zu meiner auch ein bisschen Überraschung, klingt das ja nicht gerade nach Lass uns bloß in Ruhe mit dem Scheiß, sondern tatsächlich viele sehr positive Stimmen. Dafür danke ich natürlich erstmal und dann mache ich natürlich auch gerne weiter. Mit dem nächsten Thema. Und das nächste Thema ist das Zeug hier. Das ist Acrolein. Was ist Acrolein? Acrolein ist etwas, was uns eigentlich im Alltag echt häufig begleitet, aber auch beim Dampfen eine Rolle spielt, zumindest was Themen in Foren angeht. Acrolein entsteht immer, wenn man Glycerin unter bestimmten Umständen erhitzt, und zwar auf über 200 Grad. Das begleitet uns deswegen häufig im Alltag, auch was das Nichtdampfen angeht, weil wir ja gelernt haben im letzten Video, dass Öle mit einem gewissen Prozentsatz aus Glycerin bestehen. Ja, ich mache jetzt nochmal ein Öl an. Das sieht so dann aus. Ja, wir haben hier den Glycerinkopf und die daran hängenden Ketten. Wir haben ja im letzten Video gesehen, wie diese Dinge entstehen, ja, diese Öle. Am Beispiel von Triacetin über diese Ester-Reaktion. Und diese Reaktion geht auch wieder rückwärts. Ja, man kann aus Estern wieder das Glycerin bilden, dass man wieder das Glycerin hat. So, und immer wenn man zum Beispiel Fette oder zum Beispiel auch Wachse verbrennt oder erhitzt, bildet sich das Ganze wieder zurück zu Glycerin. Und wie gesagt, unter bestimmten Umständen reagiert dieses Glycerin zu dem Acrolein. Und das Zeug hat es in sich. Das Zeug ist giftig, sowohl für den Menschen wie auch für Wasserorganismen und so weiter. Es stinkt furchtbar und ist auch noch krebserregend. Also möchte man das eigentlich nicht haben. Wo begegnet uns das trotzdem im Alltag? Zum Beispiel in der Pommesbude. Ja, beim Frittieren wird Fett so hoch erhitzt, dass es sich erst aufspaltet und dann sich tatsächlich dieses Acrolein bildet. Deswegen halt auch solche Fritteusen häufig geleert werden müssen, damit sich diese giftigen Stoffe, oder giftigen Abbaustoffe des Fettes, nicht weiter ansiedeln oder anreichern im Fett und es dann tatsächlich zu ganz akuten Gefährdungen kommt. Es gibt natürlich für krebserregende Stoffe keinerlei Grenzwerte, sondern die müssen tatsächlich in ihrer Bildung, so gut es geht, komplett ausgeschlossen werden. Wir müssen uns, wenn wir uns fragen, unter welchen Bedingungen dieses Acrolein entsteht, mal damit beschäftigen, was passiert, wenn man einen Stoff erhitzt, ja, oder mit Energie versorgt.
und was es da für verschiedene Bedingungen gibt und was die für einen Einfluss haben. Da möchte ich euch mal an ein Video vom Dampfmacher erinnern. Link werdet ihr schon wieder irgendwo um mich herum finden. Der hatte in seinem Video gezeigt, da ging es um das Ausblühen von ESS, dass man besser so einen oder nur mal kleiner vielleicht so einen Gasbrenner nimmt, anstatt eines Feuerzeuges, um das auszuglühen. Weil, das hatte er dann schon gezeigt, wie sich dann am Feuerzeug so eine Rußschicht an einem Teller bildete. Wenn man jetzt mal die beiden Flammen miteinander vergleicht, sieht man schon einen Unterschied in der Farbe. Ja, und auch die Temperatur ist anders. Das hier, ja, dürften so knapp 300 Grad sein am Feuerzeug, während der Brenner hier maximal 1500 Grad schafft. Und das, obwohl es erst einmal keinen Unterschied gibt. Was da passiert, ist nämlich Folgendes. Wir haben zwei verschiedene Brennstoffe, die da eingesetzt werden. Das ist entweder Propan oder Butan. Ja, Butan ist einfach ein Kohlenstoff länger als das Propan. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Und beide Gase kommen entweder einzeln oder in einem Gemisch in diesen Brennern hier vor. Das macht aber an sich erstmal keinen großen Unterschied. Ja, ist auch häufig so für Grillen oder solches, also Gasgrills werden solche Sachen eingesetzt. Aus der Gasleitung der Heizung kommt was anderes raus. Ja, aber dafür diese abgefüllten Gase, nenne ich das mal, bei den einfachen Brennern, findet man immer diese Stoffe. So, und diese reagieren einfach mal im Normalfall mit dem Sauerstoff der Luft, O2, und unter Bildung von Hitze zu CO2, Kohlendioxid, und Wasser, H2O. Die beiden Stoffe bilden sich bei der Verbrennung ganz normal. Das ist, was halt hier in diesen Flammen abläuft. Jetzt gibt es aber einen Unterschied zwischen diesen beiden Brennern. Und zwar, gucken, wie ich das am besten mache. Nehmen wir mal das Feuerzeug. Ich versuche das jetzt mal halbwegs so zu malen, dass es auch wie ein Feuerzeug aussieht. Ich bin nicht der große Zeichner, muss man dazu sagen. Aber ich versuche irgendwas hinzubekommen, was nach Feuerzeug aussieht. So. Das sei mal ein Feuerzeug. Ich hoffe, da reicht auch, naja, sagen wir, nur ein gewisses Maß an Fantasie, um sich das so vorzustellen. Hier unten in dem Tank haben wir das Gas, sagen wir mal Pentan drin. Ja? Jetzt, wenn man das Feuerzeug in Betrieb nimmt, sprich einschaltet, wird ein Ventil geöffnet und das Gas strömt hier hoch. So. Und während es hochströmt, kommt es an diesen Schlitzen hier vorbei. Dieses Feuerzeug hat er jetzt hinten auf dem Rücken. Ja, es gibt auch Feuerzeuge, die haben die hier an der Seite als solche Kerben. Und bei dem Hochziehen nimmt das Gas, dadurch, dass es alleine daran vorbeiströmt, Luft mit nach oben. So ein bisschen. Ja, die kommt hier nach oben. Und wenn man das Feuerzeug dann anzündet, ich hoffe, das kann man sehen, sonst muss ich das gleich ein bisschen mit dem Fokus bei der Nachbearbeitung ändern. Ihr seht hier unten so einen hellblauen Flammenbereich. Das ist da, wo der Sauerstoff von hier unten hingezogen wird. Darüber kommt dann ein gelber Kegel. Was passiert da? Im gelben Kegel kommt die Luft von hier unten nicht mehr hin. Die wird da verbraucht. Und
alle Luft, die dann noch zur Verbrennung gebraucht wird, muss von außen in diese Flamme hineinkommen. So, sieht er das dann aus. Aber jetzt ist das Problem, die Luft von außen kommt gar nicht in ausreichendem Maße von außen ins Innere der Flamme, um die Reaktion, so wie ich sie vorhin dargestellt habe, ablaufen zu lassen. Da oben kommt es zu einer sogenannten unvollständigen Verbrennung. Wenn wir uns das mal genau ansehen, wie so ein Pentan verbrennt, dann mache ich das jetzt nochmal komplett auf das Pentan. Aus und das soll komplett verbrennen zu CO2 und H2O. Ja, also jedes Kohlenstoff von hier soll nachher CO2 bilden und jedes Wasserstoff von hier Wasser. Dann müssen wir nämlich jetzt mal durchzählen, wie viel Sauerstoff wir denn dafür brauchen. Also wir haben 1, 2, 3 Kohlenstoffe. Und jedes Kohlenstoff braucht 2 Sauerstoff. So, Sauerstoff kommt immer als O2 vor in der Natur. So, und wir brauchen davon für das Kohlenstoff schon mal 3-mal O2. Und jetzt für jeden zweiten Wasserstoff brauchen wir ein Teilchen Sauerstoff. Zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt ja ganz gut. Also 2-mal O2. Ja, das ergibt dann 4-mal Sauerstoff und das reicht für 8 Wasserstoff. Was passiert jetzt, wenn dieses Teilchen zu wenig Sauerstoff abbekommt? Sagen wir mal, es fängt an mit dem knappen Sauerstoff, den es noch bekommt, andere Produkte zu bilden. Der Kohlenstoff bildet dann nämlich kein Kohlendioxid mehr, sondern Kohlenstoffmonoxid. Kohlenstoffmonoxid ist, wer vielleicht mal so ein bisschen die Pressemeldung über Gasunfälle verfolgt hat, im Gegensatz zu CO2 ein äußerst giftiges Gas. Man kann auch an CO2 ersticken, wenn es einfach den Sauerstoff verdrängt. Aber Kohlenmonoxid ist sehr viel giftiger. Wenn man das einatmet, blockiert es die Blutzellen bei der Sauerstoffaufnahme. Deswegen ist Kohlenmonoxid sehr viel giftiger. Wobei man sagt, dass eine Kohlenmonoxidvergiftung eigentlich eine der angenehmsten Todesursachen ist, die man überhaupt erleiden kann. Weil man nämlich einfach einschläft. Ja, man wird müde, wird irgendwann ohnmächtig, ohne etwas zu merken und ja, wacht einfach nicht auf. Das widerfährt einem bei einer Kohlenmonoxidvergiftung. Raucher haben übrigens immer so eine leichte Kohlenmonoxidvergiftung, noch weit weg von der Ohnmacht, aber das ist dann meistens so eine ja, dauernde Kurzatmigkeit, weil halt das Blut gar nicht so viel Sauerstoff aufnehmen kann. Weil es halt von Kohlenmonoxid aus der Kippe gebunden ist, weil bei der Zigarette findet auch immer eine etwas unvollständige Verbrennung statt und daher das Kohlenmonoxid. Ja, der Wasserstoff hat wenig andere Möglichkeiten als H2O zu bilden. Dementsprechend sei das erstmal so dahingeschrieben. Jetzt gibt es aber noch den Effekt, dass vielleicht an gewissen Teilen überhaupt kein Sauerstoff rangekommen ist. Da müssen wir uns erstmal gucken, was passiert denn dann? Was macht ein Teilchen, das man erhitzt? Nun, das ist ganz einfach. Es fängt erstmal an, sich zu bewegen. Ja, wenn Energie
deute ich jetzt mal als diese Wellen hier an, auf sein Teilchen einwirken, beginnen diese Verbindungen zwischen den einzelnen Stoffen sich zu bewegen. Und zwar in viele verschiedene Richtungen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel dieses hier, das fängt an, sich zu dehnen und wieder heranzuziehen. Ja, das schwingt immer wieder hin und her. Das gleiche macht das hier. Die Bindung fängt an zu schwingen. Diese hier immer wieder hin und her. Auch diese hier schwingen hin und her. Das gleiche fängt auch gleichzeitig an zu rotieren. In diese Richtung. Dann kann das Teilchen noch seine Arme, die es hier hat, so, in diese Art bewegen. Und so fängt das Teilchen an, in alle möglichen Richtungen zu schwingen. Eine Sache, die mir damals das Studium echt verdorben hat, deshalb, mit einem Grund, weshalb ich nachher aufgehört habe, ist, dass man nachher auf der Uni sehr, sehr, sehr viel Zeit investiert, zu überlegen, wie viel Energie genau so eine Schwingung aufnehmen kann, wie viele Schwingungen es gibt und wie das zum Beispiel bei gewissen Feststellungsverfahren, ja, IR-Spektroskopie und sowas, aussehen kann auf dem Schirm. Also gerade dieses Ausrechnen der Energieinhalte, ich sag euch, grauenhaft. Da wurde die Chemie wirklich zur Mathematik und bei mir war da der Spaß vorbei an der ganzen Geschichte. Ist nicht mein Thema und dementsprechend werde ich es auch komplett hier rauslassen. A, macht es mir keinen Spaß, B, ist es für uns auch erstmal uninteressant. So, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man diesem schwingenden Teilchen immer mehr Energie zufügt? Ja, ich sage, die Schwingungen verstärken sich bis zu dem Punkt, wo das Molekül diese Schwingungen nicht mehr aushält und die Verbindungen zwischen den einzelnen Teilchen brechen. So zum Beispiel. Ja, die brechen durch und es entstehen zwei neue Teilchen. Plus das hier. Und diese Teilchen nennt man Radikale. Ihr erinnert euch dran, es gab auch dieses Wasserstoffradikal in der letzten Video. Da habe ich gesagt, das muss uns jetzt nicht interessieren. Jetzt müssen uns diese Teilchen etwas interessieren. Weil diese Teilchen sind extrem reaktiv. Ja, die wollen unbedingt wieder eine Bindung eingehen. Und das machen sie dann nicht nur jetzt hier direkt miteinander, sondern zum Beispiel sucht sich dieses hier das nächste Pentan und zwingt es zu einer Reaktion. Das sieht folgendermaßen aus: Wir verlieren einen Wasserstoff. So, das ist jetzt dieser Kohlenstoff. Und daran an bindet sich jetzt unser Radikal. Ja, hier oben ist der Wasserstoff verloren gegangen. Auch möglich wäre, dass jetzt dieses Teilchen, weil es ja immer noch in der Hitze ist sozusagen, ein Wasserstoffteilchen hier verliert. Ja, geht der Wasserstoff hier flöten. Und gleichzeitig könnte es auch hier einen verlieren. Ja, das sind chaotische Zustände in so einer Flamme. Und dann könnte es zum Beispiel einfach diesen hier machen.
klappt seine Bindungen um. Und wir erhalten so ein Teil. Und diese Reaktionen gehen millionenfach in dieser Flamme herum. Ja, es bilden sich solche Doppelbindungen, es bilden sich lange neue Ketten, wo immer wieder kleine Bruchstücke des ehemaligen Pentans zusammengebunden werden, bis sich schließlich dann ein heilloses Chaos ungefähr in der Form ergibt. Hier noch was dranhängen. So. Immer größer und verzweigter werden dann solche Netze. Das nennt man dann auch polymerisieren. Ja, das werden immer verzweigt immer mehr. Und auch diese einzelnen Netze, die sich bilden, klumpen immer mehr zusammen. Dass wir dann solche Brocken aneinander haben. Und diese Brocken ist das, was sich beim Dampfmacher in dem Video an der Untertasse als Ruß abschlägt. Ja, das sind unverbrannte, chaotische Haufen von Kohlenstoffresten. Das bildet sich, wenn man solche Gase unvollständig verbrennt. Was ist die Auswirkung davon? Also zum einen bringen diese Klumpen das Licht hier zum Leuchten. Also auch bei einer Kerze oder so, wenn ihr so ein gelbliches Licht habt, ist das darauf zurückzuführen, dass diese Teilchen anfangen zu leuchten und die Flamme damit verfärben. Des Weiteren hat das Ganze noch eine Auswirkung auf die Flamme. Diese Reaktion hier plus O2 zu CO2 und H2O erzeugt Wärme. Ja, ich mach das mal. Das hier ist das Zeichen für Wärme, dieses Delta. Geht nach oben. Die Reaktion ohne Sauerstoff, mach die mal in Rot. unvollständig wird, entzieht das Ganze der Flamme wieder Hitze und deswegen ist die Feuerzeughitze kälter als die Flamme des Brenners. Aber warum funktioniert der Brenner so viel besser als das Feuerzeug? Es ist ja so, dass da nichts anderes beteiligt ist. Ja, es ist auch Gas drin, wird auch Sauerstoff genommen und verbrannt. Aber warum funktioniert der besser? Das können wir mal kurz erläutern an der Bauweise. Was ich den jetzt auch halbwegs vernünftig aufgezeichnet kriege. So. So.
Das sei jetzt mal der Brenner. Ich hoffe, man kann es halbwegs als sowas erkennen. Auch hier haben wir wieder das Gas drin. Wenn wir den Brenner hier über das Rad in Betrieb nehmen, geht wieder ein Ventil auf und das Gas strömt aus. Und ihr seht, hier oben hat dieser Brenner richtig große Löcher. Ja, die sind je nachdem, wie viel Gasdurchsatz durch so einen Brenner geht, unterschiedlich groß, aber die sind auf jeden Fall proportional immer viel größer als bei so einem Feuerzeug. Das bedeutet, dass erheblich mehr Luft von außen mit dem Gasstrom mitgezogen wird, genauso wie beim Feuerzeug, aber wie gesagt, in dem Verhältnis sehr viel mehr Luft. Dann befindet sich häufig hinter diesen Luftlöchern noch so eine Düse. Ja, der Querschnitt von dem Rohr wird verengt. Dadurch wird das Gas dazu gezwungen, sich hier durchzuquetschen und auch der Sauerstoff folgt. Was im Endeffekt dazu führt, dass sich die beiden Gase mehr vermischen. Wenn wir jetzt mal vorne in den Brenner reingucken, seht ihr noch so ein gelochtes Blech hier rundherum. Da muss das Gas auch noch durch. Und diese Löcher sorgen dafür, dass das eh schon gut durchmischte Gas und Sauerstoffgemisch sich noch mehr verwirbelt. Ja, man nennt sowas auch ein Wirbelblech. So. Und ja, somit ist diese ganze Konstruktion von dem Gasbrenner nichts anderes als ein sehr effektiver Mixer für Gase. Und dadurch kommt nicht nur Feuerzeug so ein mageres Gemisch hervor, was nicht vernünftig brennt, sondern das Gas bringt schon seinen eigenen Sauerstoff mit und braucht eigentlich kaum noch Zufluss von anderem Sauerstoff aus der Umgebung. Und deswegen gibt es diese unvollständigen Verbrennungen bei diesem Gasbrenner nicht oder ganz, ganz wenig. Ja, also sie finden zwar noch statt, aber in einem sehr, sehr viel geringeren Bereich als dieses Feuerzeug es könnte. So, und was ist das? Hat das jetzt alles mit unserem Akulain- und Glycerin-Problem zu tun? Werden Sie sich einige fragen, weil ich gehe sozusagen gerade einen sehr langen Weg. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Hat aber einen Grund. Wenn wir Glycerin einfach bei Luftzufuhr verbrennen oder sagen wir einfach so weit erhitzen, dass es anfängt zu zerfallen, plus O2, dann macht es genau das gleiche wie das Pentan vorhin. Es bildet CO2 und Wasser. Beides, vor allen Dingen was die Inhalation angeht, relativ unbedenklich. Ja? Wir atmen eh immer die ganze Zeit Wasserdampf und CO2 aus. Ja, das ist das, was wir den ganzen Tag tun, auch wenn wir absolut gesund sind. Das kommt immer aus unseren Lungen raus. Und entsprechend ist das erstmal völlig unbedenklich. Was passiert aber zum Beispiel in einer Fritteuse, wo wir keinen Sauerstoff haben? Denn ihr wisst, ja, auch wenn man mal so ein Sieb mit ein paar Pommes da rein tut in so eine Fritteuse, wirklich Sauerstoff kommt da nicht rein. Weil wir haben da keine Luftdüsen oder sowas, die das Ganze irgendwie anreichern würden mit Luft. Dort bildet sich aus dem Glycerin eben das Akulain.
Und ja, dann wollen wir mal gucken, wie es das macht und warum es das macht. Upsi, habe ich mein Glycerin schon kaputt gemacht. So, wir stellen uns vor, das Glycerin hat sich jetzt schon aus dem Fett gebildet und wird jetzt von der Fritteuse erhitzt. Dann passiert nämlich Folgendes. Von diesem Glycerin spaltet sich Wasser ab. Woher kommt das Wasser? Das kommt zum einen von dieser OH-Gruppe hier und zum anderen von einem anderen Kohlenstoff. Hier unten sitzt ja zum Beispiel noch einer, der hat hier einen Wasserstoff dran. So hängt der hier und dann schnappt sich der Sauerstoff den Wasserstoff. Hier unten entsteht eine Lücke an Elektronen, sprich eine positive Ladung. Das lässt diese Bindung hier rüberklappen. Ihr seht, Elektronen klappen immer gerne. Wir bekommen erst einmal eine Zwischenstufe, die dann so aussieht. Das hier ist auch wieder ein Diol, ja, also zwei Alkoholgruppen an einer Kohlenstoffkette ist auch ein Alkohol. Ja, also das nur nochmal sozusagen im Rückblick auf das letzte Video. So, und jetzt macht diese Doppelbindung hier nämlich auch was. Die fängt an zu wandern. Klappt hier rüber und klappt noch einmal darüber zu dem O. Woraufhin sich der Wasserstoff aus der ganzen Geschichte verabschieden darf und wir zum folgenden Teilchen kommen. OH. Und hieran ein doppelt gebundenes O. Ja, und als letzter Schritt passiert eigentlich das, was zu Anfang war. Dieses OH verabschiedet sich aus der ganzen Geschichte unter der Bildung von Wasser, H2O, nimmt sich hier zum Beispiel noch einen Wasserstoff mit auf die Reise. Es bildet sich wieder eine Doppelbindung und ja, durch Umklappen dieser Bindung hier. Und dann haben wir unser Acrolein. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen bei der Frage, weil, jetzt hatte das irgendjemand mal bei Wikipedia gelesen bei Glycerin, dass sich das Ganze bilden kann. Welche Bedingungen haben wir denn beim Dampfen? Beim Dampfen haben wir folgende Bedingungen. Die Temperatur bei der Verdampfung sind geringer als 100 Grad Celsius. Das ist einfach, wenn ihr euch vorstellen würdet, ihr würdet eure Vivinova oder ähnliche, sagen wir mal, Dampfgeräte mit hochliegenden Verdampfern mit über 100 Grad verdampfen, da würdet ihr euch an dem Dampf so dermaßen den Mund verbrennen, das könnte niemand auch nur ansatzweise inhalieren. Ich weiß, Dampf oder auch mal so ein Liquid-Spritzer kann heiß sein, aber die werden niemals über 100 Grad Celsius haben. Das liegt auch daran, dass das Liquid beim Verdampfen auf der Wendel, die Wendel kühlt. Ja? Es entzieht der Wendel beim Verdampfen Wärme und kühlt die Heizwendel runter, die eigentlich heißer werden könnte als 100 Grad.
Also im trockenen Zustand wird der Heizdraht zwar heißer, aber wie gesagt, die Verdampfung ist unter 100 Grad. Während, nochmal zur Erinnerung, für Akkulainbildung sind 200 Grad Celsius ein wichtiges Limit. Ja? Viel tiefer bildet sich kein Akkulain. Des Weiteren, wenn ich jetzt hier mal meinen Hades oder Dream oder wie auch immer er heißt, in die Hand nehme, den habe ich heute mal absichtlich mitgebracht, weil ihr seht hier das Luftloch. Und wenn ich jetzt dampfe, ziehe ich, wie bei jedem anderen Verdampfer, von hier unten aus diesem Loch Dampf. Ja, ihr habt zwar die Löcher irgendwo anders, aber immer muss dieses Luftloch Luft hereinziehen, damit ihr dampfen könnt. Jetzt kann ich dieses Luftloch auch zuhalten. Es ist zwar immer noch etwas Luft in der Verdampferkammer drin, aber wenn ich jetzt da drauf drücke, ja, kommt so gut wie nichts. Das ist sozusagen das Einzige, was noch an Luft da war, um überhaupt noch zu verdampfen. Ganz abgesehen davon, dass es keinen Spaß macht. Ich erinnere da an mein Video über das Tröpfeln mit den 15ern und ihrer Verlängerung. Das macht einfach keinen Spaß mit dem Röpfchen. Ich weiß, es gibt manche Verlängerungen, die habe ich jetzt auch mal in die Finger gekriegt. Da funktioniert das. Aber ich bin immer noch der Meinung, zu dem Drip Shield gehört ein 901er. Der funktioniert einfach immer gut damit. Aber kommen wir zurück zum Thema. Wir haben also folgende Bedingungen beim Dampfen. Wir haben Temperaturen unter 100 Grad Celsius und wir haben die ganze Zeit Luft dabei. Ja? Und Luft bedeutet, Sauerstoff. Und vorhin haben wir ja in dem Teil mit dem Akkulein gelernt, dass sobald wir ausreichend Sauerstoff bei der Verdampfung haben oder bei der Erwärmung haben, dass sich Akkulein nicht bildet, sondern eben das ungiftige CO2 und Wasser. Also fröhlich weiterdampfen in dem Fall. Bedeutet also, aufgrund der Rahmenbedingungen beim Verdampfen ist abschließend zu sagen, Akkulein ist nicht. Ja, unter den Bedingungen, die wir in der Dampfe haben, wird sich das nicht bilden. Ja, damit sind wir also durch. Ich hoffe mal, ich habe das halbwegs zusammengekriegt. Eigentlich bin ich schon seit fast 4 Stunden im Feierabend. Bin nur aufgehalten worden. Und naja, da habe ich dann gedacht, machst halt auch noch das Video auf die paar Minuten, kommt es dann auch nicht mehr an. Ich hoffe, ich habe das Ganze halbwegs strukturiert hingekriegt. Werde ein paar Schnitte eingefügt haben müssen, schon, wo ich nochmal auf den Zettel gucken musste oder sowas. Tut mir leid, dass es dann nicht ganz so flüssig war wie das letzte Video. Ich bin einfach fix und alle. Aber ja, ich hoffe mal, dass man das halbwegs verständlich machen konnte. Im nächsten Video werde ich zusehen, dass ich dann wieder etwas fitter und auch etwas flüssiger am Start bin. Ihr hattet mir auch noch ein paar interessante Fragen unter das letzte Video gepostet mit dem Triazetin.
vor allen Dingen von Tretboot kam da eine. Die werde ich dann im nächsten Video aufgreifen, weil die da ganz gut reinpasst. In diesem Sinne, mal schauen, wenn ich zu dem Video komme. Im Augenblick sieht das arbeitsmäßig mal wieder etwas katastrophal aus. Aber wie gesagt, eure Kommentare unter dem letzten Video haben mich dann doch jetzt angespornt, dieses Video zu machen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen und dass man sich dann beim nächsten Mal wieder sieht. Bis denn. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, wir schütteln uns ein Gaskerwind,